Freunde, was geht? Ich bin euer Victor. Und сегодня мы в интернете. Wir geben uns wieder einige Google-Suchvorschläge. Und ihr wisst, da sind ein paar ein bisschen dumme dabei. Das heißt, wir regen uns wieder ein bisschen über die Menschheit auf. Das muss auch mal sein. Schauen wir doch mal, was uns so erwartet. Ich bin gerade im Teamviewer drin, an meinem Rechner, obwohl mein Rechner direkt davor ist. Das, meine Freunde, ist die komplett neue Stufe von Faulheit. Mehr Faulheit geht nicht. Der Wind in den Weiden klingt wie so ein Tumblr-Spruch. Der Wind zieht seine Hosen an. Alles klar. Ich meine, wer kennt das nicht? Meine Hosen klaut der Wind auch an der... Ey! Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Sorry, aber die Aussage ist schon ein bisschen unrealistisch. Warum? Man kann kein Lied erzählen. Wenn du gesagt hättest, dass der Wind eine Geschichte erzählt, hätte ich das geglaubt. Der Wind, der Wind. Ach, dieser Wind. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Der Teufel ist eine Frau. Könnte sein. Ich meine, wer sagt denn, dass der Teufel unbedingt ein Mann sein muss? Okay, die Bibel, aber... Wenn ich mir meine Ex-Freundin angucke, denke ich mir auch manchmal so... Spaß. Warum hat Tarzan keinen Bart? Warum fragt man sich sowas? Das ist so, als würde man sagen, warum hat Gronkh keine blauen Augen? Boah, fuck mich das ab, dass Gronkh keine blauen Augen hat. Erstmal deabonnieren hier. Mach mal blaue Augen. Warum hat der Tag 24 Stunden? Halt dein Maul. Meine Hand tut weh. Dein Scheiß Ernst? Oh mein Gott, ich muss meinen Schmerz auf jeden Fall gut definieren und beschreiben, damit ich auf jeden Fall einen Treffer erziele. Meine Hand tut weh. Meine Hand tut auch weh, wenn ich zu viel... Tschüss. Meine Hand in deiner Hand. Oh. So etwa. Ich habe irgendwie keine Freunde. Ich habe irgendwie keine Hobbys. Also bei dem Suchtext hätte ich das gar nicht geglaubt. Ohne Witz, ich frage mich, was Leute denken, wenn die solche Sachen bei Google eingeben. Gibt es ernsthaft Menschen, die glauben, dass Google bei persönlichen Problemen hilft, wenn man in der Suche direkt fragt? Nein, ich will nicht glauben, dass Menschen so doof sind. Nein. Ich bin Alkoholiker, ich bin Adolf Hitler. Ja, kommt ab und an vor. Ich meine, wer kennt's nicht? Ach, nicht schon wieder. Inscope ist Grieche. Inscope, was ist das? Digga, ich schwöre, Ramana, was ist das? Dena ist tot. Okay, gut zu wissen. Dena ist cool. Dena ist ein Schrank. Was? Ah, endlich schlafen. Hallo, ihr Angesund. Halt deine verfickte Schlau... Ich hab vergessen, ich hab verstanden. Ich hab versucht, sie telefonisch zu erreichen, leider ohne Erfolg. Was? Das wundert mich ja voll, dass du ihn nicht erreicht hast. Aber okay, E-Mail, Google-Suche, das kann man ab und an mal verwechseln. Aber wo hast du angerufen? Willkommen zur Sex-Hotline mit Katja Kratzer. Chef, sind Sie das? Ich glaube, ich bin ein Sofa. Kommt vor. Ich wusste es schon immer irgendwo. Warum furzt mein Ehemann nach zu viel? Warum furzt mein Ehemann so oft? Warum fragst du ihn nicht einfach? Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen. Kann ich meine Periode essen? Kann ich die Kacke meiner Freundin essen? Hä, klar. Warum furze ich so oft? Warum furze ich ständig? Hier haben wir den Ehemann. Australia, Wien. Ich bin raus. Jetzt habe ich hier ernsthaft einen Huttenabdruck. So, Freunde, wir haben den Glauben an die Menschheit wieder ein bisschen zerstört. Mein Job ist getan. Und gebt einen Daumen nach hoch, wenn ihr nochmal sowas sehen wollt. Liebe Freunde, geht zu dem Video YouTube Deutschland gleich tot. Gebt es euch. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Immer schön, bleibt positiv bleiben.